Gebäude sind für die Hälfte unseres Energieverbrauchs verantwortlich. Das müsste nicht so sein. Wir könnten auf unseren Dächern und Fassaden rund die Hälfte unseres Stromverbrauchs mit Solarmodulen selbst erzeugen. Damit dies überzeugend gelingt, ist die Architektur gefragt. Das hat man auch an der ETH Zürich erkannt, wo im Rahmen der Professur Schick in ein Semester durchgeführt wurde, ein Entwurfssemester mit über 40 Studierenden, wo die Integration von Solartechnologien in die Architektur das Thema war. Die Architekturtendenz, die ich an der Schule vermittle, die ist stets eine Art Synthese zwischen Progression und Regression, zwischen Fortschritt und Gewohnheit. Es war schon immer so, dass es neue Materialien gab, auf die man sich zuerst einlassen musste, um wieder Neues zu kriegen. Es ist interessant, dass die Studierenden mit diesem Thema Solar wirklich von Anfang an umgehen, dass sie es in den Entwurf integrieren müssen und dass sie eben anfangen, das wie als ein weiterer Parameter im Entwurf zu betrachten. Architekten, wenn sie das Material annehmen, dann schauen sie sich die technische Seite an und das sind Kosten und so weiter, die Herstellbarkeit und die Konstruktion, aber auch die Größe der Module, die Farbskala, die Spiegelung der Oberflächen. Und wäre gut, es gäbe einen Weg, wie die Industrie die Zusammenarbeit mit den Architekten rechtzeitig integrieren würde. Wir haben viele Dinge gesehen, was man auch noch mit Solar machen kann, dass es nicht nur die einfachen schwarzen Paneele sind, sondern dass es viele Möglichkeiten gibt, mit Farbe und Glas damit zu arbeiten. Das Ziel war es, dass das Haus nicht wegen den Solarmodulen auf ein Entwurfsthema oder auf ein Gestaltungsthema verzichten soll, sondern dass die Solarmodule das Haus ergänzen. Die Solartechnologie entwickelt sich sehr schnell und eröffnet den Architekten laufend neue technische und gestalterische Möglichkeiten. Was ich interessant finde, ist, wenn plötzlich das wirkliche technologische Material Eigenständigkeit bekommt und also eingesetzt werden kann im Entwurf. Meine Hoffnung ist natürlich, und ich sehe eine gewisse Tendenz dahin, dass eben dieses Thema Energiegewinnung am Gebäude und das Nutzen dieser lokalen Potenziale Standard wird, also dass man sich, und das haben wir mit den Studierenden jetzt auch gemacht, dass man sich überlegt, was sind die Potenziale vor Ort, was kann ich dort nutzen, wie kann ich lokal Energie erzeugen, speichern und welchen Einfluss hat das eigentlich auf meine Architekturentwurf. Es ist an uns als Architekten sozusagen auch diesen ersten Schritt zu wagen, das braucht eine Art Propaganda, das braucht eben auch das, was wir in dem Semester geleistet haben, war ein erster Schritt, von denen müsste es jetzt mehrere geben, es müsste auch Nachfolge geben von dem, was wir machen.